Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakobate und ich möchte mit euch heute über den AMX 50B sprechen, aus relativ aktuellem Anlass, weil er derzeit einer der drei Zehner ist, die oben an der Spitze gelistet sind. Zum einen ist das der E50M, den werden wir wahrscheinlich auch noch anschauen, aber ich habe so viele Videos schon auf meinem YouTube-Kanal zum E50M. Dann ist es der Stritzmann 103B. Da werde ich vielleicht nochmal ein Video zu machen, aber grundsätzlich ist das jetzt nicht so meine Spielweise, die schwedischen TDs. Ich hatte da gestern eine ganz witzige Runde mit Mailand zusammen, mal schauen, ob er die vielleicht bei YouTube hochstellt oder so. Ich persönlich, wie gesagt, bin jetzt aber nicht so ein großer Fan von den schwedischen TDs, ist einfach nicht meins, ist es jetzt nicht meine Spielweise. So lange auf Schussmöglichkeiten zu warten. Und dann ist es natürlich der 50B, der ist, ja, einfach, muss man sagen, nach wie vor ein geniales Gerät. Ich persönlich finde ihn auch wunderschön, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich habe aus meinem so eine Art Pharao gemacht, weil ich finde, er hat so ein bisschen was Majestätisches. Relativ groß, die Wanne ist relativ gut gepanzert, der Turm ganz, ganz schwach. Also an der Wanne, gerade hier Oberwanne, aber auch die Unterwanne, da kann schon mal was bouncen. Am Turm wird eigentlich nichts bouncen, es sei denn, jemand trifft hier eure große Kanone. So ganz klein ist die ja nicht. Dann habt ihr halt ein beschädigtes Geschütz, aber immerhin habt ihr keinen Schaden kassiert. Ansonsten alles, was hier irgendwie am Turm trifft, penetriert in der Regel auch und ihr müsst vor allem auch aufpassen vor HE-Treffern. Bevor wir uns jetzt so ein bisschen die Spielweise angucken, vielleicht noch zwei, drei Worte zum Setup des Panzers. Ich habe hier schon eine sehr, sehr starke Crew drin, wie ihr seht. Fünf Perks sind mittlerweile voll. Was ihr definitiv haben solltet, ist auf jeden Fall Reparatur, Waffenbrüder, der Kommandant natürlich sechster Sinn und die Gunhandling-Skills. Tarnung selber bringt jetzt auf dem Panzer nicht allzu viel, weil er halt einfach riesengroß ist und sowieso keinen Tarnwert hat. Aber die Gunhandling-Skills fahren wie auf Schienen und ruhige Hand. Die sollten definitiv da sein. Wenn ihr euch selbst noch einen Gefallen tun wollt, dann habt ihr im besten Falle auch noch ausgebildet die beiden Sichtweiten-Perks. Einmal Weitsicht und einmal Aufklärer. Dann seid ihr eigentlich für den 10er-Bereich schon sehr, sehr gut aufgestellt. Ausgerüstet habe ich den Panzer mit einer verbesserten Härtung. Das hat den Grund, das gibt mir noch mal so ein bisschen das Extra an Trade-Potenzial, weil ihr werdet es häufig nicht verhindern können, dass ihr mal einen Schuss euch einstecken müsst, aber in Retour dann im besten Falle 4 dem Gegner hinterher drückt. Und da macht dann natürlich so eine verbesserte Härtung durchaus Sinn. Ist jetzt hier auch auf dem ersten Slot, weil dann geboostet. So kommen wir auf 2310 AP. Und da kann man sich dann schon mal nochmal den ein oder anderen Schuss extra fangen. Und das ist dann am Ende, gerade wenn es darum geht, vielleicht mal zu tauschen, doch, denke ich, eine sehr gute Sache. Dann habe ich den Lüfter verbaut und einen verbesserten vertikalen Stabilisator, um das Gunhandling noch zu verbessern. Ihr seht das von der Einziehzeit her 2,2 Sekunden. Das ist extrem gut für so ein Autoloader Heavy. 0,31 Genauigkeit ist auch sehr gut. Wir haben 10 Grad Gun Depression und wir haben einen Interclip Reload von 2,5 Sekunden. Bei der Munitionsverteilung, da scheiden sich jetzt so ein bisschen die Geister. Also bei HE, denke ich, sind wir uns einig. Wenn ihr jetzt einen HE-Clip unbedingt dabei haben wollt, dann nehmt ihr halt einen mit. Ich persönlich würde nie auf die Idee kommen, hier HE zu laden, weil es mir einfach zu unzuverlässig ist. Und die HE hat auch nur 65 mm Durchschlag. Klar, wenn ihr jetzt ganz, ganz sicher sein könnt, dass ihr jetzt nur sowas wie ein WT auf Panzer 4 oder eine Grille antrefft, dann macht das vielleicht Sinn. Aber da man sich eigentlich nie wirklich sicher sein kann und dann nicht das ganze Magazin wieder regelmäßig umladen möchte, bin ich jetzt hier ohne HE unterwegs. Das wird vielleicht sich ändern, wenn 1.13 kommt mit diesem Intuitionsskill, wo man dann im Prinzip auch bei Autolodern eventuell ein ganzes Magazin umladen kann. Das müssen wir uns dann mal anschauen. Da macht es dann vielleicht Sinn, einen HE-Clip mitzunehmen, wenn man dann fertig geladen ist und man dann die Munitionstypen noch für ein bisschen Aufpreis an Zeit, 2-3 Sekunden wechseln kann. Dann könnte man sich wirklich das Ganze überlegen. Und ansonsten habe ich voll APCR dabei. Die APCR hat eigentlich fast ausschließlich Vorteile gegenüber der AP. Einmal die Granatengeschwindigkeit, AP 1067, hier sind wir bei 1334, also auch auf Distanz deutlich besser geeignet. Ihr könnt den 50B auf zwei verschiedene Art und Weisen spielen, auf offenen Karten
könnt ihr natürlich auch auf Distanz sehr gut snipen, weil die Kanone zuverlässig ist. Und auf eher schlauchigen Karten müsst ihr dann halt nach diesem Tauschverfahren vorgehen. Ihr fangt euch ein oder im besten Falle schießt der Gegner daneben oder hat gerade geschossen. Ihr kommt um die Ecke, drückt dem Ganzen 4. Ihr habt hier jetzt auch noch eine bessere Durchschlagskraft, 325 zu 257. Dadurch, dass ihr mit dem 50B auch sehr viel 10er-Only-Battles sehen werdet, macht das für mich auch nur Sinn. Den einzigen Vorteil, den die AP-Munition halt hat, ist im Prinzip die Normalisierung. Ansonsten hat APCR eigentlich nur Vorteile und deswegen fahre ich diesen Panzer, wenn ich ihn fahre, auch APCR-Only. So ähnlich wie beim Chieftain. Der ist ja ähnlich ausgerüstet hier. Da ist es sogar noch eindeutiger. Der hat zwei verschiedene APCR-Sorten. Da habe ich dann auch nur APCR dabei. Beim 50B hättet ihr halt, wie gesagt, noch AP. Aber ich habe mich dafür entschieden, den hier voll APCR zu fahren. Großes Medkit, großes Rapkit, Ration. Und weil er doch ganz gerne mal brennt und weil er halt auch sehr anfällig ist, gerade hier hinten am hinteren Turm, aber auch am Engine-Deck hier hinten für Anzündtreffer durch ATI oder HE-Geschosse von Radpanzern, habe ich hier auch nochmal die Feuerlöschdirektive mit dabei. Das ist mein Setup, das ist mein Verständnis von dem Panzer und wie gesagt, auf offenen Karten ist es jetzt ja nicht so schwierig, sich irgendwo in die zweite Reihe zu stellen und zu snipen. Ich habe jetzt für euch vor allem zwei Replays dabei, wo wir so ein bisschen mehr nochmal über das Thema Traden in Tauschsituationen gehen und auf kürzere Entfernung mit dem Panzer fighten. Ich denke, das Thema auf größere Entfernung kämpfen, das kriegen viele noch hin, aber so dann die richtigen Entscheidungen zu treffen auf die kürzeren Entfernungen, denke ich, das wird hier und da doch den einen oder anderen vor Probleme stellen. Ich habe auch vor, noch ein Video zum 50-100 zu machen, weil mich da viele nachgefragt hatten, dass weiß ich noch nicht, ob ich das diese Woche noch schaffe. Spätestens Anfang nächster Woche wird es auch noch so einen kleinen Guide zum AMX 50-100 geben. Ja, als erstes habe ich für euch so ein klassisches 10er-Gefecht mitgebracht. Wir haben eine ganze Menge Stahl im Gegnerteam, IS-7, 277, Objekt 705 Alpha. Wir haben einen T57 Heavy, auch einen Autoloader. Also man muss sagen, hier in der Runde von den Panzern her das Ganze ganz gut aufgeteilt. Natürlich leider wieder drei Artis und zwei Lights, aber Ella Louvre, da können wir zumindest, wenn wir oben auf die C2-Position fahren, einigermaßen Arti-safe stehen. Muss man immer gucken, wie sich das Ganze dann so entwickelt. Und hier in der Runde geht es mir jetzt auch vor allem darum, nochmal mit euch so darüber zu sprechen, Thema Reload. Ja, wenn ihr jetzt Schüsse gemacht habt, ihr habt nicht alle Schuss rausbekommen und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, die viele, das hat man jetzt gerade im Marathon wieder gesehen, da kann man ja natürlich, da hat man sowieso einiges gesehen, was einen irgendwie so mit den Ohren schlackern lässt, aber was ich ganz häufig wirklich gesehen habe, Thema Autoloader, die Leute auf Krampf immer diesen einen Schuss rausgepresst. Der war natürlich sexy. Jetzt in so einer Situation kann man sich überlegen, gehe ich jetzt in Reload? Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich jetzt diese drei Schuss drin behalten möchte, falls hier noch jemand crossed. Ja. Aber, wie gesagt, dieses Thema auf Krampf, das Magazin leer machen, das solltet ihr euch ganz, ganz schnell abgewöhnen. Nur wenn es sich irgendwie darstellen lässt, macht es wirklich Sinn. Aber wenn ihr dafür Gefahr lauft, von noch 20 anderen Panzern zu kassieren, dann macht es halt keinen Sinn. So, jetzt haben wir hier geschossen, haben noch zwei Schuss drin. Jetzt müssen wir gucken, können wir die noch irgendwie gewinnbringend anbringen oder sollen wir jetzt lieber in den Reload gehen. Manchmal hat man das ja, dass dann noch jemand kommt, aber 277 macht jetzt nicht den Eindruck, als würde er da versuchen zu crossen. 705A war auch schon offen, auch der macht da keine Anstalten. Wir können jetzt gucken, ob wir hier vielleicht noch in die Mediums-Schuss reinbringen können. Und da steht jetzt eine ganze Menge. Hab jetzt hier einen Fehler gemacht, aber der Progetto hat versucht hier mit Auto-Aim auf uns zu schießen, das geht dann meistens gegen die Wanne. In dem Fall ist das gut gegangen. 1200 Schaden gemacht und selber jetzt hier 385 gefressen, würde ich sagen, kann man noch unter positiven Trade verbuchen. Obwohl ich jetzt da an der Stelle vielleicht hätte früher schon zurückfahren sollen. Jetzt kommt da hinten E3. Auch das ist immer eine sehr spannende Sache. Auch wenn wir hier voll APC haben, ist das kein garantierter Autopen. Er hat uns jetzt die Seite gezeigt. Das
funktioniert. Und jetzt müssen wir so ein bisschen arbeiten. Er hat sich gerade bewegt, ist jetzt gestunt, bewegt sich immer noch. Das heißt, man könnte da jetzt im Zweifel kurz gucken, ob man einen Schuss machen kann. Er guckt jetzt aber genau auf unsere Position. Jetzt hat die Arti nochmal geschossen. Er ist nach wie vor gestunt. Ich pieke jetzt nochmal hoch. Er dreht gerade, guckt nicht zu uns. Und das ist so 50B Gun Handling, ja. Jetzt fährt er weiter, ist immer noch gestunt. Und hier solltet ihr gar nicht euch groß Zeit lassen zu zielen, sondern einfach versuchen, den Schuss reinzusnappen, jetzt den letzten einfach kneifen, gleich auf Reload drücken und gar nicht irgendwie versuchen, da groß was zu machen. Ja, das sind so alles so, es sieht vielleicht für den Zuschauer dann vielleicht immer so ein bisschen einfach aus, aber das sind halt alles so Entscheidungen, die ihr treffen müsst. Ja? Ihr wollt um jeden Preis verhindern, euch diese 750 vom E3 zu kassieren. Er war zwar gestunt, er hat sich auch bewegt, aber dann nicht lange stehen bleiben, sondern einfach versuchen, so schnell wie möglich einen Schuss zu machen. Hier habe ich jetzt schon wieder einen Fehler gemacht. Ich dachte, ich hätte jetzt das 277 getrackt. Auch das ein kritischer Treffer auf den Progetto. Der hätte jetzt rausgehen können. Und jetzt an der Stelle habe ich mich kurz umgeschaut, habe gesehen, auf meiner Position ist kein Backup da. Und das heißt, wir müssen jetzt hier sofort zusehen, dass wir hier wegkommen. Das ist das Gute am 50B. Er ist unglaublich mobil. Aber da jetzt stehen zu bleiben gegen UDS 277, Progetto, T57 Heavy, TVP, was da alles so gekommen ist, ehrlich gesagt, ungut. Ich habe mir jetzt aber überlegt, was mache ich jetzt? Fahre ich nach hinten und snipe da hoch? Dann habe ich gedacht, okay, einer muss da hinter den Heavys, wenn da jetzt was rumkommt, stehen und das Ganze deffen. Der E7 macht das jetzt schon, dem ist das auch aufgefallen, dass hier vielleicht Hilfe notwendig wäre. Wäre der E7 ein bisschen zügiger zu mir auf meine Flanke gefahren, wäre das tatsächlich besser gewesen, dann hätte ich da nämlich gar nicht erst wegfahren müssen. Aber so alleine gegen den Udes, der da jetzt auch noch Halldown steht, ist das halt Problem. Das, was der IS-7 da jetzt macht, ist auch nicht so richtig smart. Da jetzt noch versuchen hochzufahren, nachdem sich die Gegner da königlich einrichten konnten. Ich kann jetzt da vorne gucken, fällt gerade eine Grille runter. Dem konnten wir einen mitgeben. Leider haben wir ihn jetzt, wir haben ihn zwar getrackt, aber er ist nochmal in Deckung geglitscht. So, und das ist halt das Problem, was ihr habt da, wenn ihr da an der Stelle steht, wo der IS-7 stand. Ihr habt da keine Chance gegen den Udes. Ja. Der Udes hat da so eine Vorteilsposition. Das wäre einfach nur blöd, da jetzt abzuwarten. So, an der Stelle würde es jetzt Sinn machen. Ich halte noch kurz den Schuss, falls jemand da um die Ecke kommt. Kommt aber nicht. Jetzt gehe ich in den Reload, wo ich mir sicher bin, okay, mein Fahrzeug ist gedreht. Ich kann hier ausweichen. Und jetzt muss man halt schauen. Wir haben zwar 4 Panzer vorne, aber es steht immer noch von den HP her sehr ausgeglichen. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, wieder gegen zu pushen. Das Magazin ist wieder fast durchgeladen. Das Objekt 705A gönnt sich erstmal eine Doppeljagd-E-Schelle. Das waren auf jeden Fall 2 Backpfeifen, die er gefühlt hat. Und das könnte jetzt gut sein, dass es das jetzt auch schon für ihn war, weil wir kommen jetzt nämlich von der anderen Seite. Ja, die Backpfeifen haben auf jeden Fall geschallert. TVP, ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen die Verzweiflungstat. Er hat immerhin einen gebounced. Und somit konnten wir ihm jetzt hier noch unser Magazin reindrücken. 5200 Schaden, 2 Kills. Ihr müsst halt immer mit dem 50B dafür sorgen, dass ihr nicht allein im Fokus des Gegners steht. Ihr müsst immer schauen, dass ihr im Verbund der anderen Panzer unterwegs seid. Wenn ihr irgendwann feststellt, ich stehe da auf einer Position, wie wir dann gerade eben, wo kein anderer Mitspieler mehr zur Stelle ist, dann müsst ihr zusehen, dass ihr da wegkommt. Weil dieses Thema eine Exit-Strategie haben, ist gerade bei Autolodern extrem wichtig. Ihr könnt dann vielleicht im ersten noch euer Magazin reindrücken, aber jeder, der zählen kann, ist dann klar im Vorteil. Der hat dann mitgezählt, ihr habt 4 Schuss raus, dann werdet ihr gnadenlos niedergerommelt. Und deswegen müsst ihr euch immer irgendwie so positionieren, dass ihr im Zweifel noch wegkommt. Und das ist halt relativ schmaler Grad zwischen aggressiv genug, um selber Schaden natürlich machen zu können, aber auch passiv genug, um immer jederzeit Verbündete um sich herum zu haben
und im Zweifel auch noch aus der Situation sich rauszuziehen. Das ist, wie gesagt, sehr häufig leichter gesagt als getan. Aber ich denke, hier in dem Beispiel hat das ganz gut funktioniert. Wir mussten da weg, weil der IS-7 sich viel zu viel Zeit gelassen hat. Dann ist der IS-7 alleine da hochgefahren, wo es eigentlich keinen Sinn mehr gemacht hat, sondern da wäre es wichtiger gewesen, an der Ecke unten zu halten und die Gegner kommen zu lassen, weil da hochzufahren gegen den UDES, gegen den TVP und den Progetto, das ist halt ein Ding der Unmöglichkeit. Wie gesagt, da hätte man einfach den Gegnern so ein bisschen die Initiative lassen müssen, warten, bis sie runterkommen, bis sie versuchen, die Heavys und CDs zu flankieren und dann da stehen und die Clips machen. Und zusammen mit dem IS-7 hätten wir da eine gute Blocking Force gemacht. Hat er sich leider wegholen lassen, dafür haben unsere Jagdpanzer EN-100 dann ganz gut geregelt. Ja, und so ist das hier noch eine schicke Runde geworden. Die Runde, die wir uns jetzt anschauen, die ist gestern Abend in dem Stream mit Mailand entstanden. Auch wieder ein 10er-Only-Battle. Diesmal nur eine Arti und auch mit dem 50B kann man einigermaßen aggressiv spielen. Wir fahren jetzt hier runter in den Süden, weil der Süden einfach von dieser Seite extrem gut ist zum Farmen. Natürlich würde sich da ein Kranwan besser anbieten. Auf der anderen Seite ist der Kranwan natürlich nicht so schnell und mobil wie ein 50B. Ihr seid mit dem 50B quasi schneller in der Position. Ihr habt auch ein etwas höheres Clip-Potenzial mit 1600 Schaden pro Magazin. Aber ihr habt halt nicht die Gun Depression von 12 Grad und ihr habt auch schon gar nicht die Turmpanzerung von dem Kranwan. Da muss man halt aufpassen. Aber trotzdem ist das gerade am Anfang, wenn die Gegner vielleicht noch im Anmarsch sind, häufig schon eine Möglichkeit für Free Damage. Mailand bleibt jetzt hier oben stehen, um von da zu schießen. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, hier runter zu krachen und schon wirklich gleich ganz aggressiv vorne die Position zu besetzen. 60 dp, eine interessante Position. Er kann von da aus natürlich auch hier reinkrachen, aber da braucht er eine ganze Menge Schwung für und vor allem hat er auch nicht die Gun Depression, dass er uns da jetzt ernsthaft bedrohen kann. So. Wir wissen, dass 705 Alpha hier in die Richtung gefahren ist. Wir wissen, E5M steht da oben. Das einzig Blöde ist jetzt, dass der 60 TP uns jetzt hier im Proxy-Spot hat. Ich habe mich jetzt hier auch nicht getraut, hoch zu pieken, weil ich jetzt erstmal gucken wollte, wie sich das Ganze hier so entwickelt. Da ist das 705A, er schießt daneben. Wir haben so ein bisschen den Schuss von ihm gebaitet. Jetzt hatte ich eigentlich die Hoffnung, dass ich ihn hier mit einem Trackschuss penetrieren kann. Und das war natürlich fair. Erster Schuss hat jetzt nur getrackt und hat nicht penetriert. Aber wir haben dafür noch 1100 Schaden so gemacht. Und das war es jetzt schon fast für das 705A. Jetzt kommt dahinter eine Maus. Dahinter steht noch ein E50M. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber jetzt ist halt so ein Thema, wozu haben wir die verbesserte Härtung? Genau. Um hier knusprig reinzulöten. 705 hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm. Und hier ist es jetzt halt so, jetzt habe ich mir ohnehin den Schuss von der Maus gefangen und jetzt habe ich dann gedacht, okay, komm, dann machst du den letzten auch noch. Das war jetzt sehr AP-intensiv. Trotzdem sind wir immer noch mit Plus aus der Sache rausgegangen. Wir sind schon bei 2500 Schaden und haben insgesamt gute 1100 verloren. 1150. So. Mailand hat jetzt leider den Clip auf die Maus nicht angebracht. Maus lebt jetzt noch, aber wird hier rausgenommen. Und das ist jetzt ein Fehler. Der 60 TP wollte hier nach vorne fahren, wollte uns jetzt pushen, weil er mitgekriegt hat, dass Mailand jetzt auch im Reload war. Aber der Fehler, den er gemacht hat, den habe ich selber auch schon mal gemacht. Deswegen will ich darüber jetzt gar nicht lachen. Er hat halt zu wenig Schwung gehabt, ist deswegen abgerutscht und dann kommt er da nicht mehr raus. Wenn ihr da rüberfahren wollt, müsst ihr halt den nötigen Schwung mitnehmen und den hatte er jetzt an der Stelle nicht. Mir ist das auf der anderen Seite hier vorne links in der Ecke auch schon passiert. Wenn man da nicht mit genug Schwung rüberfährt, dann säuft man ab. Netterweise hat er sich dann von uns noch abfahren lassen, weil er auch nicht mehr zurückschießen konnte, weil er schon unter Wasser war. Ärgerlich für ihn, aber ich fühle das so ein bisschen, weil es mir halt auch schon passiert ist. So, 7 zu 5.
Gegner haben aber noch 10.000 HP, also da ist noch ein bisschen was zu holen. Wir sind schon bei 4.000 Schaden. Das war jetzt natürlich eine Luxussituation, dass wir hier für 311 Arti-Schaden nochmal einen ganzen Clip auf den 60 TP machen konnten. Richtiger Ehrenbruder. So, und im Late Game geht es dann im Prinzip nur noch darum, eure Mobilität zu nutzen und einfach zu schmatzen, was geht. Gerade jetzt hier, wo das Gegnerteam völlig am Kollabieren ist. Interessanter Treffer. Sah eigentlich so aus, als wenn er daneben geflogen ist. Ich wollte hier den Leo eigentlich pushen. Aber der Leo ist schon geplatzt. Jetzt steht da noch die Grille. Erster Schuss trackt ihn. Zweiter Schuss geht rein. Arti gibt uns nochmal ein schönes Ding mit. Und auch der Schuss. Also RNG meinte das jetzt hier in der Runde auch wirklich gut mit uns. Auch der Schuss penetriert nochmal die Grille. Grille mit HE auch immer sehr, sehr spannend. Von den anderen kriegen wir jetzt leider nichts mehr ab. Mir war es jetzt aber an der Stelle nochmal wichtig, euch das so ein bisschen zu zeigen, so dieses HP-Management, dieses Traden. Wenn ihr euch mal welche fangt, dann könnt ihr euer Magazin rausdrücken. Im besten Falle verschießt der Gegner, so wie am Anfang, das 705A. Und dann müsst ihr da sein, den ganzen Clip machen, dann wieder in Deckung fahren. Wenn es abzusehen ist, dass ihr nicht den ganzen Clip schafft, dann begnügt euch manchmal auch einfach mit zwei Schüssen, die ihr vielleicht noch für umsonst bekommt und bei den nächsten zwei Schüssen wird es richtig wehtun. Oder wie in dem Replay davor mit dem E3, ihr wusstet, okay, er bewegt sich, er ist gestunt, dann mal kurz hochkommen, snappen. Also so dieses, dieses Thema kurz mal pieken, das ist, denke ich, aktuell sehr, sehr schwierig umzusetzen und da nicht zu viel Schaden zu nehmen und vor allem halt auch immer so zu stehen, dass ihr im besten Falle nicht pushbar seid. Ja, das wollte ich euch so nochmal mit auf den Weg geben. Wie gesagt, ich denke, auf offenen Karten snipen mit dem Panzer, das werden noch die meisten hinkriegen. Aber dann jetzt hier so eher auf kürzere Entfernung dieses Trade Management, das wollte ich euch hier nochmal mitbringen. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, wenn ihr mit dem 50B unterwegs seid. In meinen Augen ist er nach wie vor absolut Meta, aber man muss halt aufpassen, dass man die gängigen Halldown-Positionen nicht zu aggressiv anfährt, weil da habt ihr dann wiederum keine Chance gegen. Ja, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, ich bringe euch auf jeden Fall noch vom 50-100 ein Video mit. In dem Sinne, macht's gut, haut rein.